So, jetzt starten wir in den neuen Tag. Ein größerer LKW. Wir müssen die Krentma machen, damit wir einen größeren LKW bekommen. Das passt sogar. Wir bekommen mehr Belohnungen und mehr XP auch bei der Krentma. Wir müssen 7 Puppenbrote machen. In 22 Minuten. Das kriege ich immer hin, oder? So, das bedeutet... Achso, Mist, ich habe den Auftrag noch nicht ausgewählt. Entschuldigung. So. Weizenmehl. Dry Commer 5. Schuss. Schnutzel rein. 1,4 Wasser. Und 700 Milch. Salz 49. Zucker 35. Und Hefe 42. Sesam 140. Und ins Puppenbrot kommt auch Rosmarin mit Fragezeichen. Wir werden das gleich sehen, ob das auch stimmt. So, das Ganze wird wieder für 30 Sekunden durchgemixt. Mega. Jo, so muss das. Ja, so muss das. Giftnudel. Vielen lieben Dank für den Sub im 4. Monat. Und damit herzlich willkommen zurück bei den Zuckersuchtis. Mega. Dankeschön. Dankeschön. Ja, und blenden ist natürlich... Ist natürlich geil, wenn es dir blenden geht, gell? Weiß ich Bescheid. Hört mir ja selten, gell? Muss der auch zugeben, gell? Ich schaue immer nur aufs Rezept, denke, okay, keine Eier, ich lehne mich wieder entspannt zurück. Ja. Und ich habe schon Panik bekommen, als du jetzt schon sagtest, die Kate, und jetzt ist die Kate im Lurk. Jetzt kriege ich schon langsam Panik. So, jetzt aufpassen, aufpassen. Wir müssen jetzt hier das anklicken. Jetzt haben wir es aber auch angeklickt, ne, diesmal. So, und flupp. Und flupp. Geil, dass es dir und deiner Familie gut geht. Ja. Dankeschön. Du weißt ja, es kann immer besser sein, ne? Immer. So völlig ohne Probleme geht ja gar nicht, ne? Diese zwei Brötchen, die sehen für mich immer so gleich aus. Ich weiß nicht, in welche Richtung ich das drehen soll. So. Bisschen umständlich, was wir hier machen, gell? So, das tun wir schon mal in den neuen Ofen rein. In den Ofen rein. Guck mal, wir können jetzt auch schnell laufen, von daher ist ja alles in Ordnung. So, 200 Grad, 50 Sekunden. Schuss. Ich bin in der Nähe und kann jederzeit schauen, was los ist. Meine Wohnung ist nicht groß, das sehe ich alles auf dem Laptop. Oh, Kate. Hallo, Konvoi! Ja!
Ganz liebe Grüße zurück. Schön, dass du reinschaust. Wie geht's dir? Du musst aber einfach immer nur im Uhrzeigersinn drehen. Was? Ach so. Also immer meinst du? Wie geht's dem Junior seinen Fuß? Ja, am nächsten Tag ging's. Also, das Komische war, Kati, der Hummelbiss, der Fuß war geschwollen, tat ihm aber nicht weh, komischerweise. Und der Fuß, der ihm dann wieder weh getan hatte an dem Tag, da hat man nicht viel gesehen. Und das war dann halt so das Komische, ne? Also, als ich dann fertig war mit dem Stream, habe ich halt abgetastet. Und habe halt geguckt, wo es ihm weh tut. Und dann habe ich halt gemerkt, also der Fuß kann nicht gebrochen sein. Und er hat dann auch gesagt, er ist halt vorne nur hängen geblieben. Und vorne halt der Große halt, der hat halt wehgetan, wenn du halt den bewegt hast. Und von daher war es dann in Ordnung. Am nächsten Tag war es auch schon wieder gut. Aber der Fuß, von der Hummel gebissen worden ist, der hat halt gar kein Knöchel mehr gehabt. Aber das hat halt durch den Unfall mit dem anderen Fuß, hat er völlig überhaupt nicht gecheckt, dass der andere Fuß so geschwollen war. Also es geht ihm wieder gut. Am nächsten Tag war wieder alles in Ordnung. Also er konnte zwar dann immer noch nicht so richtig laufen. Oh, ganz viele Straßensperren. Mal gucken, ob wir uns da vorbeischlingen können. Aber ja, jetzt geht's wieder. Es waren 2 Tage, wo er nicht so richtig konnte, aber jetzt geht's wieder. Ja. Ja, die Symbole beim Ausrollen, ja, da gucke ich immer nach. Aber es geht. Oh, Entschuldigung. Wäre ich fast in den Morgen gefallen. Es geht auch nicht immer in Uhrzeigersinn, oder? Also, ich habe da drauf jetzt noch nie geachtet, aber. Jetzt bin ich gespannt, ob ich mich dran vorbeischlängeln kann. Jetzt bin ich gespannt. Geht's immer noch? Oh, Entschuldigung. Oh, Entschuldigung. Jetzt ist es ja noch. Oh, Entschuldigung. Jetzt ist es ja noch einfacher. Ich kann mir nicht vorstellen, dass das so gewollt ist. Weil, wie gesagt, ich gelesen habe, die Entwickler wollen das so machen, dass du eigentlich durch die Straßensperrungen nicht kommst und dass es auch Momente gibt, wo alle Straßen gesperrt sind und du gar nicht mehr durchkommst und du musst den Kurier nutzen. Ich glaube nicht, dass das so gewollt ist, Leute. Und das Rosmarin ist nicht richtig gewesen. Puppenbrot. Nein, Rosmarin ist es nicht. Da müssen wir uns das nächste Mal angucken. Oh, Konvoi, das freut mich. Das ist schön. Hallo, Fossi. Einen wunderschönen guten Morgen wünsche ich dir auch. Na, alles klar? Beim Brötchenformen gerade war es immer nur im Uhrzeigersinn, aber ich beobachte weiter. Okay, mach das mal. Bei der Vorgängerversion haben die sich zumindest mit dem Martinshorn beschwert. Auf das habe ich nämlich auch gerade gewartet, Daniel, ja. Das Autofahren hört sich auch an wie bei einer Carrera-Bahn. Sehr elektrisch. Stimmt. Ja, Mann, stimmt. Okay, 420 Geld und 204 XP haben wir bekommen. Level 11. Und wir bekommen jetzt WLAN dazu und automatisches Auffüllen. Dann gucken wir mal, wie wir uns jetzt aufbessern können. Oh, nicht so besonders. Oh, gesundheitlich oder was für Sie? WLAN geht noch nicht.
Wo konnte ich denn jetzt WLAN einstellen? Das war doch das Gerät, oder? Okay, wir müssen leveln. Automatisches Auffüllen. Ja, das machen wir. Das ist lebenswichtig. Und das geht noch nicht. Da gucken wir mal, was wir hier noch... Nee, da müssen wir auch nichts auffüllen. Das passt soweit. Ja, und mehr Geld haben wir jetzt erstmal nicht, ne? Wir müssen Geld verdienen, Leute. Wir müssen die Grandma machen für einen größeren LKW. Das heißt, 40 Frühstücksbrötchen machen. Seit 2 Tagen Corona in the house. Ach du Scheiße, gute Besserung vor sie. Und dann geht's dir auch nicht so gut, oder was? Wir haben ja hier einige Kandidaten am Start. Gerade. Aber wenn man nicht so viel gesundheitlich merkt, ne? Aber wenn es dir jetzt nicht so gut geht, dann, oh, gute Besserung. Ja, ja, ja. Das ist ja doof. So, 40 Frühstücksbrötchen kriegen wir in 22 Minuten hin. Dafür müssen wir auch nicht die Zeit sozusagen anhalten. 2 Kilo Weizenmehl. Weizenmehl. Klong, klong, klong. Schuss. Schnutzel rein. 800. Wasser. Und... Milch auch 800. So, Hefe 80. Und Zucker fettig. So, Frühstücksbrötchen. Marmelade. Wir haben jetzt noch kein WLAN ausgewählt, ne? Nee. 20 Sekunden, ne? So, und hier, das machen wir schon mal drauf. Runde Brötchen, so muss das sein, passt. Nee, allen nicht, Frau und Kind, alle betroffen, wir werden auch das überstehen. Och Gott, Fossi, ich wünsche euch allen gute Besserung. Und dass ihr's gut durchsteht. Es ist dann immer erstmal ein bisschen, ne, problematisch, ne, wenn's alle haben und sich dann auch quarantänetechnisch, ne, zu arrangieren. Ach nee, warte mal. Machen wir es so. So. Eines der besten Erfindungen hier, diese Maschine. Ja, es wird alles gut, ne? So. And the last. Up in the oven. Bis jetzt klappt das Klicken auch sehr, sehr gut, ne? Muss man nicht lang rummachen. So, 200 Grad und 25 Sekunden. Für mich war das Ganze drumherum schlimmer wie die Krankheit an sich, ja. Glaube ich dir, Micha. Ja, ja.
Ist das so, man muss sich dann echt neu organisieren, ne? Und das alles irgendwie gemeinsam auch rumkriegen, gerade wenn du, wenn man halt, ne, mit mehreren Quarantänen steckt. Ach, was eine Not, leider. Denkt immer dran, wir sitzen alle zusammen im Boot. Ihr seid nicht alleine. Oh, die sind aber wieder lecker. Oh, die sehen aber wieder gut aus. Guck mal, wie schön die aussehen, Leute. Oh. It's Real Fabi Streaming. Vielen Dank für dein Follow und herzlich willkommen. Servus. Klong. Und zack. Und jetzt kriegen wir unseren großen LKW, Leute. Was? Direkt mal 300 Euro Gehalt gekürzt? Was, du, Micha, oder was? Was? Darf man das? So, die Auslieferung ist da hinten. Ich versuche das Spiel jetzt einfach mal zu provozieren und durch die Straßensperrungen zu fahren. Ist alles für die Wissenschaft, wisst ihr ja, Leute. Alles für die Wissenschaft. Oh, war aber eine schöne Anzeige gerade. Entschuldigung. Ach, krass, Micha. Ist auch so, wenn du in ein Risikoland fliegst und du dann krank nach Hause kommst, wirst du in der Zeit, in der du krank bist, nicht bezahlt, weil Eigenverschulden. Ja, ja. Ja, das wusste ich, Daniel, ja. Beziehung verbessert und gutes Gewürz entdeckt. 601 Geld und 289 XP. Ach nee, das ist noch gar nicht so weit mit dem größeren LKW. Schade. Wir sind Bäckerpraktikant Level 12 und müssen noch einmal die Grandma machen, anscheinend, um dann unsere Geschichte zu bekommen. So, das passt immer noch alles. Irgendwas nachkaufen müssen wir nett. Und hier passt auch immer noch alles. 4 von 6. Wie viel kostet die? 1000. Müssen wir immer noch drauf sparen. Okay.